immer stärker. Sie hat uns bei der Gesandtschaft einen Schlag versetzt. Das ist wahr. Doch wir sind hart wie Stahl. Wir geben nicht nach. Regalas Truppen erscheinen jetzt vielleicht stark, aber... Ihre Maschinen töteten meinen ganzen Trupp. Vergiss nicht die Visionen. Die Alten wählten ihren Kampf nicht. Dennoch blieben sie standhaft. Sie wankten nicht. Und wir auch nicht. Blut der Zehn. Du bist gekommen. Du weißt, wer ich bin? Oh, die Kriegerin mit dem Haar wie Feuer, die Regalas Champion in Fahrlicht besiegt hat? Ja, du bist uns bekannt. Ich bin Decker, Kaplanin des Tiefland-Clans. Willst du zu Häuptling Hikaru? Nicht ganz. Ich brauche etwas von hier. Was immer du brauchst, wird der Häuptling erfüllen. Komm. Eine der Visionen, die du erwähnt hast? Ja. Die Berichte der Zehn. Ich zeige sie dir, wenn du magst. Auf dem Weg zum Häuptling. Diese Visionen. Du sagtest, es sind Berichte der Zehn. Wer ist das? Die Alten. Die genau an diesem Ort heldenhaft gegen die Maschinen kämpften vor langer Zeit. Die Visionen ehren ihre Taten. Zumindest was noch übrig ist. Damit wir sie preisen und nie vergessen. Es gab mal mehr von diesen Visionen? Viel mehr. Dieser Ort war einst voller Licht und Klang. Doch mit den Jahren stürzten sie ins Dunkel. Eine nach der anderen. Darum sind Kaplane so wichtig für den Stamm. Wir merken uns möglichst viele Visionen. Sie sind Teil von uns und werden mündlich weitergegeben über die Generationen. Einst mag der ganze Hain dunkel sein. Doch die Kaplane, die mir folgen, halten die Erinnerungen am Leben. Was machst du hier als Kaplanin? Wer die Jugend überlebt, studiert die Visionen und teilt die Weisheit mit den Jungen. Welche Weisheit? Wie man ein wahrer Krieger ist. Wie man tapfer und ehrenvoll kämpft. Und wann Frieden die bessere Wahl ist. Das wirst du selbst sehen, wenn wir hineingehen. Warum wünscht Hikaru, mich zu sehen? Wir sind im Krieg mit Regala. Und du hast bewiesen, dass du ihr gewachsen bist. Ich bin nicht hier, um für euch zu kämpfen. Nicht für uns, mit uns. Doch ich will dich nicht überreden. Das macht der Häuptling. Er kann sehr überzeugend sein. Na schön, gehen wir zu Häuptling Hikaru. Er ist im Thronsaal, am Ende des Hains. Komm, sei willkommen in den Berichten der Zehn. Soldat 10. Es ist defekt, unvollständig. Die Zehn waren treue Soldaten, die zusammenarbeiteten und ihre gemeinsamen Pflichten teilten. Als es Zeit für den Kampf war, stiegen sie in den Himmel auf und erlangten schnell Ruhm. Alle Tenakt wollen ihrem Beispiel folgen. Vor dem Häuptling war dies eine der wenigen Sachen, die die Clans gemeinsam hatten. Angeführt waren. Kaufen. Ihre Waffen kampfbereit.
Alles. Während ihres Kriegs erklommen die 10 steile Felsen in beißendem Schnee und Wind. Sie machten vor nichts Halt, um die Iren zu schützen. Du lässt sie unbesiegbar klingen. Das waren sie nicht. Doch die Visionen erzählen uns von ihrem Mut und ihrer Stärke. Etwas, das unsere Soldaten anstreben. Der Himmelsclan verehrt besonders diese hier. Sie lassen sich in den Bergen nordwestlich von hier nieder. Worum geht es darin? Die 10 führten im Herzen der Wüste Krieg gegen ihren Feind. In einem lebensfeindlichen Gebiet. Überraschenderweise hatten sie Erfolg. Der Wüstenclan folgt ihrem Beispiel. Du musst ihr Gebiet auf dem Weg hierher durchquert haben. Ja, sie wirken ein bisschen extrem. Das wäre für sie ein Kompliment. Soldaten in einem Dschungel. Waren das die 10? Ja, sie wussten das Dickicht des Dschungels zu nutzen, um den Feind abzulenken und den perfekten Moment abzupassen. Vor einigen Generationen nahm mein Tiefland-Clan sie als Vorbild, als sie den Dschungel im Südwesten eroberten. Angeblich kann man mit dem Relikt, das du trägst, die Stimmen der Alten hören. Ist das wahr? Du hast eine Aufnahme der alten Welt? Diese Kiste spricht mit den Stimmen der Alten. Aber jetzt ist da vor allem Lärm. Ich seh's mir mal an. Woher hast du das? Wir haben sie von einer Osseram-Stöberin. Sie wollte sie und andere Artefakte aus dem Tenakt-Gebiet stehlen. Die anderen wollten sie mit ihr im Sand begraben. Aber dann habe ich die Stimmen gehört. Tja, die Daten hier sind schwer beschädigt, aber... Delta Juliet 9, Feuer frei zum Angriff auf den Schwarm. Weidmanns Hals. Verstanden, wir besorgen Zero Dawn die nötige Zeit. Delta Juliet 9, Ende. Die Stimmen der Krieger aus der Vergangenheit. Und diese Osseram wollte sie für Scherben verkaufen. Die Tapferkeit der 10 darf nicht vergessen werden. Ich bin nicht sicher, was du mit den 10 meinst. Diese Stimmen kamen aus der letzten Schlacht der Alten. Noch eine Schlacht? Ich könnte mehr darüber erfahren, wenn ich die anderen Kisten finde. Diese Stöberin sagte, dass es in den Trümmern alter Flugmaschinen weitere Aufnahmen geben könnte. Sie sagt, sie wüsste, wie man sie findet. Ja. Die Kiste mit den Stimmdaten sendet ein Ortungssignal aus. Damit könnte ich die anderen finden. Wenn du das schaffst, bring sie wieder her. Ich sorge dafür, dass sie mit Respekt behandelt werden. Welche Opfer diese alten Soldaten auch gebracht haben, wir werden sie würdigen.
Ich habe schon eine Aufnahme gefunden. Ich nehme alle, die du hast. Lass mich dir etwas dafür geben. Diese Stimmen werden hier aufgehoben. Man wird sich an sie erinnern. Gibt es viele Osaram-Stöberer im Tenakt-Gebiet? Immer weniger, wenn wir sie erwischen. Aber diese diebischen Ratten tun einfach alles für Scherben. Es kommen immer wieder einige, trotz des Risikos. Und was macht ihr mit denen, die ihr kriegt? Stöberer verbringen ihr Leben im Staub. Wir vergraben sie drin. Lebendig. Warum möchtest du diese Aufnahmen? Jede Schlacht lehrt die Soldaten. Wir sollten diese Lektion lernen und die Gefallenen ehren. So sind wir eben. Wenn ich mehr dieser Aufnahmen finde, bringe ich sie zu dir. Mein Fokus kann Funkbarken aus diesen Aufnahmegeräten finden. Das sollte mir helfen, andere zu finden, die noch da draußen sind. Was ist das? Er wurde vom Häuptling dort platziert. Frag ihn, wenn du neugierig bist. Es ist seine Geschichte. Okay. Der Häuptling ist drinnen. Bist du bereit für ihn? Bin bereit. Gut. Komm. Dem Thron. Ich sehe dich bald, Fremde. Die Retterin von Meridian. Es heißt, du hast Regalas Truppen vor Fahrlicht abgewehrt und ihren Champion Grodda besiegt. Im Zweikampf. Beeindruckend. Ich traf auch Verschaff dort. Er beschrieb dich als Ehrenmann und Krieger. Sein Tod ist ein schmerzlicher Verlust von vielen. Wir werden noch lange am Massaker an unseren Marschällen leiden. Doch wenn du uns jetzt deine Dienste anbietest, wäre das eine große Hilfe. Nein, ich will nicht für euch kämpfen. Ich brauche etwas aus diesem Keller. Etwas, das viele Leben retten wird, auch deins. Man kann es zwar nicht sehen, aber es ist da. Ich habe es gesehen. Jetzt kenne ich deinen Preis. Nun nenne ich dir meinen. Meine Marschälle sind tot. Ich brauche deinen Speer. Hilf mir, meine Feinde zu besiegen, und ich gewähre dir Zutritt zu der Kammer unten. Ich stehe nicht zum Verkauf. Ich bin keine Söldnerin. Ich will Leben retten, mehr als du zählen kannst. Ich zähle die Leichen getöteter Marschälle. Ich zähle noch hunderte Tenakt, deren Leben auf dem Spiel steht. Ich werde für sie kämpfen. Ich werde jeden töten, der den Frieden bedroht, und du auch. Wenn du möchtest, dass ich für dich die Tür zur Kammer unten öffne. Okay. Nach deiner Logik, was hindert mich daran, dich zu töten? Und zu nehmen, was ich brauche, um alle zu retten? Versuche es. Vielleicht gelingt es sogar.
So oder so musst du kämpfen. Mein Plan kann Regala und ihr Gemetzel vielleicht aufhalten. Gut. Was brauchst du? Mehr Marschälle, um den Stamm zusammenzuhalten. Dazu können Krieger nur ernannt werden durch einen Urteilskampf namens Kulrut. Ich habe einen Aufruf zum Wettkampf ausgesandt. Doch da Regala vorhat, mich zu untergraben, wird sie gewiss dort angreifen. Sie will mich vor den versammelten Clans töten. Und du willst mich als Leibwächterin? Nein. Du verteidigst die Kulrut. Doch da ist noch mehr. Aus Angst vor Regalas Angriff weigert sich einer der Clans, seine Kämpfer zu entsenden. Du musst nach Norden und zwinge Tecote, den Kommandanten des Himmelsklans, dazu, seine Besten zu schicken. Ich soll ihn zwingen? Tu, was immer nötig ist. Ich kann die Kulrut nicht mit nur zwei von drei Clans abhalten. Marschall Kotalo wird dir helfen. Er wurde im Fahrlicht verkrüppelt, aber er ist nicht nutzlos. Ich habe ihn nach Norden ins Dorf Steinquell geschickt. Triff ihn dort. Dann führt er dich zur Festung des Himmelsklans. Falls du Fragen zu deiner Mission hast, stelle sie jetzt. Tut mir leid, wegen Verschaf. War sicher ein guter Mann. Mehr als ein Mann. Eine Brücke zwischen Tenakt und Kaja. Kein Fremder gewann je unseren Respekt so wie er. Ich hatte gehofft, er würde meine Stimme in Meridian. Dass der Friede mit den Kaja zu mehr werden könne. Ein Bündnis? Ein Austausch. Die Kaja haben uns vieles voraus. Unsere Taten zieren in Tinte unsere Haut. Erinnerungen sterben mit dem Fleisch. Doch die Kaja vergessen nie. Ihre Taten stehen in Büchern und Schriften. Du wolltest von ihnen lernen. Wie ich von Verschaf gelernt habe. Er wird mir fehlen. Verschaf nannte Regala deinen größten Fehler. Warum? Das geht dich nichts an. Wirklich? Ich kämpfte in Fahrlicht gegen ihre Truppen und kenne nicht mal ihr Problem. Sie war die tödlichste meiner Marschälle. Die Spitze meines Speers. Was ist passiert? Vor allem verabscheut Regala die Kaja, die ihre Brüder lebendig verbrannten. Als wir die roten Raubzüge zurückschlugen und die Mauern von Fahrlicht einrissen, da hoffte sie, sie bis nach Meridian zu jagen. Sie erkannte den Preis eines solchen Kriegs nicht. Oder den Segen des Friedens nach dem Tod des verrückten Königs. Als ich Awads Flehen Gehör schenkte, drehte sie durch. Nannte mich Verräter. Forderte mich vor den Marschällen heraus. Und wie hast du darauf reagiert? Wärst du eine Tenakt, wüsstest du, dass man so etwas nicht ablehnen kann. Sie war nicht leicht zu bezwingen. Ich habe 7 Narben aus diesem Kampf. Die anderen Marschälle wollten ihre sofortige Hinrichtung. Doch ich konnte unsere Verbindung nicht einfach trennen. Ihre Treue war ebenso grenzenlos wie ihr Zorn. Ich verschonte sie. Doch sie sah diese Gnade als Demütigung an. Der sie nie entkommen wird. Also will sie deinen Tod? So ist es. Doch damit nicht genug. Sie wird nicht ruhen, bis alle 3 Clans mit ihr gegen Meridian marschieren. Wer weiß, wenn sie Maschinen kontrolliert, könnte sie es dem Erdboden gleich machen. Wäre nicht der erste Versuch. Habe ich gehört. Was genau ist die Kulrut? Wo die Clans sich einst bekämpften, kämpfen wir nun vereint. Gegen die Maschinen. Das ist mein Gesetz in Form der Kulrut. Jeder Clan muss Kämpfer schicken, wenn ich zu dem Ritual aufrufe. Diese Kämpfer stellen sich Urteilskämpfen gegen Maschinen in der Arena hinter diesen Mauern. Jene, die sich hervortun, werden Marschälle und halten als Friedenswächter den Stamm zusammen.
Du nennst sie Friedenswächter, doch die Marschälle bei der Gesandtschaft waren Krieger. Krieger, ja, doch mehr. Sie entsagen dem Clan ihrer Geburt und verpflichten sich der Ordnung und dem Frieden. Sie vollstrecken mein Gesetz. Sie regeln Dispute und vertreten die Tenakt bei Stammesverhandlungen. Ohne sie kann ich nicht herrschen. Darum musst du sicherstellen, dass die nächste Kulrut stattfindet. Warum schickt der Himmelsklan keine Kämpfer zu Kulrut? Von den drei Clans haben sie die verteidigungsfähigste Basis, geschützt von einer mächtigen Mauer, dem Bollwerk. Ihr Kommandant glaubt, den Krieg zwischen meinen und Regalas Truppen aussitzen zu können. Sicher hinter seiner Schutzwand. Kräfte zu schonen, während du und Regala einander schwächt. Du denkst wie ein erfahrener Marschall. Gut. Und warum soll ich zum Himmelsklan gehen? Alle Tenakt achten Stärke. Und du hast Regala in Fahrlicht zurückgeschlagen. Und weil die meisten Marschälle tot sind? Richtig. Was ist mit Kotallo? Kann er das nicht allein tun? Er ist verkrüppelt. Sie werden ihn nicht respektieren. Klingt nicht gerade fair. Was ist fair, wenn einem ein Arm fehlt? Ob sie ihn respektieren oder nicht, Kotallo hat noch Wert. Er kennt den Himmelsklan. Er wuchs in ihrer Basis auf. Er wird dich führen. Du hast also gesehen, was im Keller ist? Habe ich. Am Tag meines größten Sieges. Was meinst du? Über Generationen kämpften die drei Clans um die Kontrolle über diesen heiligen Boden. Mir allein gelang es. Jahrelang kämpfte ich, mähte alle meinem Weg nieder. Als ich schließlich alle Rivalen getötet hatte, stand ich ganz allein im Hain. Nur ich im Glanze meines Sieges, dachte ich zumindest. Da donnerte es im Osten und ein blauer Blitz schlug ein. In die Kammer. Aya stirbt und Äther kommt. Um mich herum wurden die Visionen des Hains lauter und heller. Und plötzlich tauchte eine neue vor mir auf. Die Alten sprachen. Und was sie sagten, veränderte alles. Was sagten die Alten dir in dieser neuen Vision? Jene namens Faraday sagte die Gefahr durch die Maschinen voraus. Und dass wir sie nur gemeinsam stoppen können. Sie rief die Marschälle zum Erhalt des Friedens auf. Dann schwand die Vision. Und ich sah sie nie wieder. Ich kennzeichnete die Stelle mit meinem Speer und nahm mir Faradays Worte zu Herzen. Entsagte dem Krieg zwischen den Clans, lehrte Krieger Maschinen zu bekämpfen, ernannte Marschälle durch die Kulrut. Seitdem herrschte Frieden im Stamm, bis zu Regalas Angriff auf Fahrlicht. Und die Kammer unter dem Thron, gingst du nach der Vision rein? Genau. Es ist ein uraltes Gerät darin. Es summt vor Macht. Du wirst es selbst sehen nach der Kulrut. Das schwöre ich. Ich tue, was du willst und gehe nach Norden zu Tekote. Aber vergiss nicht unsere Abmachung. Ich werde mein Versprechen halten, wenn du Erfolg hast. Sprich mit Deka, wenn du rausgehst. Sie wird dich für deine Reise ausrüsten. Uns reden. Hikaru sagte, du hast etwas für mich? Eine Waffe für deine Mission. Du brauchst sie auf dem weiten Weg nach Steinfall. Dort streifen viele Maschinen herum. Und unsere Späher melden Regalas Rebellen in der Gegend. Maschinen und Rebellen. Beides nichts Neues für mich. Wie wahr. Geh nach Norden zu den Hügeln. Steige hinauf, bis deine Beine brennen und dir die kalte Luft in der Lunge schmerzt. Dann weißt du, dass du im Reich des Himmelsklans bist. Folge den Wegen der Zehn, Aloy.
Wenn ich Ether haben will, werde ich wohl mit Hekaru auskommen müssen. Ich sollte lieber zu Marschall Kotallo in Steinfall. Es geht schneller, wenn ich eine Maschine reite. Ich kann die Maschine erst überbrüten, wenn ich in der richtigen Brutstätte war. Geh mir aus dem Weg! In meinen Vorrat. Du musst meiner Freundin helfen. Warte. Langsam. Was ist los? Litei und ich gingen mit Waren aus Salzbiss Richtung Süden, als uns Maschinen angriffen. Ich ließ sie zurück, um Hilfe aus dem Hain zu holen und traf direkt auf eine weitere Maschine. Den Zehen sei Dank, dass du da warst. Deine Freundin kämpft immer noch an der Straße? Mit den Maschinen? Das versuche ich dir ja zu sagen! Ich hol sie raus, wenn ich kann. Mach dich auf den Weg und hol Verstärkung. Mach ich. Ich schulde dir was. Diese Wunden werden nicht von allein heilen.